zu Hause gegen Freiburg 3-4 verlieren. Das ist ungefähr wie eine Niederlage im Scrabble gegen Pietro Lombardi. Ja, hallo, ich bin's, der Kloppo. Ja, ich bin hier in Österreich bei Peter Stöger. Aki hat gesagt, ich soll mal gucken, wie der so wohnt in Wien. Ja, und ob der überhaupt wohnt. Ja. Ja, der Peter ist nicht zu Hause. Ja, der ist natürlich in Dortmund. Seine Frau hat mich reingelassen. Aber jetzt mal ehrlich, ist das geil? Ja, Peter Stöger, Trainer in Dortmund. Ja, man kann auch sagen, der Boss ist tot, es lebe der Boss. Oder besser, der Ötzi. Ja, ich freue mich jetzt schon auf You Never Walk Alone vor der Südtribüne, gesungen von Andreas Gabayé. Aber sag mal, was machen die in Dortmund? Erst holen die einen Holländer, jetzt holen die einen Österreicher. Wer kommt als nächstes auf der Trainerbank? Die Jamaika-Koalition? Wenn die so weitermachen, dann kommt nach Peter Stöger, kommt direkt Peter Zwegert. Ich war gestern ja in Dortmund, wollte mir das erste Training angucken, aber ist ausgefallen wegen Schneegestöger. Aber das musst du dir mal vorstellen. Da bist du 18. in der Bundesliga-Tabelle, holst ganz schön 3 Punkte. Ja, 3, ja. Wirst geschmissen und dann bist du auf einmal Trainer bei Borussia Dortmund fürs doppelte Gehalt. Ja, du fährst den Karren vor der Wand und kriegst danach einen noch viel geileren Job. Das gibt's normal nur in der Politik. Schulz. Wir sind jetzt hier im Schlaftrakt bei den Stögers. Normal dürfen wir hier gar nicht filmen, aber ich habe eine Sondererlaubnis. Mir gerade selbst erteilt. Ja. Guck mal hier, überall Geißböcke. Damit muss jetzt Schluss sein. Die kommen alle runter. Da hängt demnächst dann eine schöne Biene Maya dran. Aber der Stöger ist ja nur die Übergangslösung in Dortmund. Weil im Sommer kommt dann, ja, nicht der Nagelsmann. Das haben wir nur dem Hopp erzählt, damit er anfängt zu zittern. Sondern im Sommer komm ich zurück. Ja. Ich habe Susi Sorglos und Aki Wüterich überzeugt, dass es ohne mich, ohne Kloppo nicht geht in Dortmund. Übrigens, was auch nicht geht, ist, Köln führt gegen Freiburg 3-0, ja, und spielt dann noch 3-4. Da hat sogar Peter Bosch gesagt, wie geht denn sowas? Ja, zu Hause gegen Freiburg 3-4 verlieren, das ist ungefähr wie eine Niederlage im Scrabble gegen Pietro Lombardi. Ja, ist wirklich schön hier bei Peter. Ja, ich glaube, ich schicke mal ein Bewerbungsschreiben raus an Rapid Wien. Ja, ist sonst noch was passiert in der Bundesliga? Nö, eigentlich nicht. Bayern und Hannover gewinnen und alle ernsthaften Verfolger spielen unentschieden. Habt ihr den Gag verstanden? Ernsthafte Verfolger. Danke, Ulrike. Mach's gut. Ja. Ja, man muss ehrlich sein. Bundesliga ist arschlangweilig. Aber es liegt ja nicht an den Bayern. Es liegt daran, dass die anderen einfach zu blöd sind. Ja. Und in anderen Ländern ist es genau dasselbe. Spanien langweilig, England, Frankreich. Ja. Ah, jetzt bin ich in Hasenhüttel getreten. Ah, so ein Mist. Ja, scheiße. Ja, Freunde, was sagt ihr? Ist Peter Stöger der richtige Trainer für Borussia Dortmund? Schreibt's in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Außerdem unsere Umfrage zum FC aus der letzten Woche und den Clip hier schauen. Und natürlich Kanal abonnieren. Ja.